Die Unterrichtseinheit ist wie folgt gegliedert, dass wir schwerpunktmäßig uns halt, wie gerade bereits gesagt, mit dem Thema Rekursion auseinandersetzen werden. Es folgen zunächst ein paar Definitionen, dann kümmern wir uns um rekursive Prozeduren, anschließend um rekursive Funktionen. Eine gewisse Bedeutung haben lokale Variablen und Parameter in der Rekursion. Endlosrekursion ist ein Fehlerfall, eine mögliche Fehlerquelle in Ihren Programmen. Und es folgen einige Anmerkungen zum Begriff und zum Einsatz der Rekursion in der Programmierung. Anschließend dann ein paar Beispiele und anhand eines Verfahrens zum Lösen bestimmter Probleme werden wir nochmal genau sehen, wie man nun rekursive Prozeduren, rekursive Funktionen in der Programmierung einsetzen kann. Die Unterrichtseinheit schließt wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung.